Wir haben eine fantastische Champions-League-Saison gespielt in diesem Jahr. Wir haben große Mannschaften ausgeschaltet. Wir stehen jetzt verdienterweise im Finale gegen Real Madrid. Und dieses Finale ist mit nichts zu vergleichen. Wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben uns gezielt darauf eingestellt, was uns morgen erwartet. Und wir werden den richtigen Matchplan haben. Wir werden die richtige Haltung haben. Wir werden sicherlich auch ein bisschen Glück brauchen an der einen oder anderen Stelle, weil es ist nun mal Real Madrid, aber aus dieser Ausgangsposition heraus wollen wir Großes leisten morgen und dafür sind wir bereit. Wir wissen, dass diese Mannschaft eine Finalmaschine ist, so haben wir sie beschrieben. Und trotzdem glauben wir, dass wir morgen mit unseren Mitteln, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch denen wir gegen PSG und auch gegen Atletico gezeigt haben, mit dieser Mischung an Leidenschaft, hoher Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, sich gegenseitig zu helfen, kompakt zu spielen, immer wieder Umschaltmomente zu kreieren, dass wir unsere Möglichkeiten bekommen werden, Real Madrid auch weh zu tun. Denn sie haben auch Themen, an denen haben wir die Woche gezielt gearbeitet. Und das wird sicherlich morgen sehr, sehr wichtig werden. Gleichwohl wissen wir auch, der Kopf spielt morgen eine große Rolle. Wir brauchen eine gewisse Art von Leichtigkeit, von Freude und einfach aus diesem Underdog-Image heraus morgen auch ein Stück weit in dieses Spiel zu gehen. Wir können morgen eine Menge gewinnen. Ich glaube, diese Haltung einzunehmen, die wird uns helfen.